beste WordPress-Themes. Hallo, liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute werde ich euch erst einmal verraten, warum ich überhaupt ein ganz neues Blog-Design habe für den einen oder anderen von euch, den es vielleicht schon aufgefallen ist. Und auch sagen, warum ich persönlich für mich zumindest das beste WordPress-Theme gefunden habe und gleichzeitig, warum ich überhaupt mein WordPress-Theme umgestellt habe, was ja doch vorab sehr schön bereits aussah, ja. Und ja, werde ich das einfach in diesem Video erläutern. Und natürlich muss man bei beste, ja, bei der Aussage beste WordPress-Theme immer vorsichtig sein. Das heißt, es ist bloß meine persönliche eigene Einschätzung und natürlich verknüpft mit der Zielsetzung, die ich hier auf dem Blog habe, nämlich der Fokus auf Conversion-Ergebnisse, also auf Lead-Generierung und dann über das angeschlossene E-Mail-Marketing-System. Vielleicht kennst du hier bereits meine Arbeitsweise, die ich auch immer wieder predige, also über Landing-Page-Systeme, dann Vertrauen aufbauen, über E-Mail-Marketing, Kompetenz herstellen und so weiter und so fort. Wie ich das also schon seit all den Jahren sehr erfolgreich durchführe. Wenn man diese Zielsetzung hat, dann ist dieses Theme sehr, sehr gut und auch von den Möglichkeiten her, ja, muss man wirklich sagen, gigantisch. Ich werde auch gleich zeigen, warum es so brillant ist von den Möglichkeiten, warum ich so begeistert davon bin. Und bevor ich zu viel sage, möchte ich dir erstmal kurz erläutern, warum ich mein Theme überhaupt auch ändern musste. Ja, ich war ja vorher und das auch seit mehreren Jahren bei Hathway Theme und ein Problem war einfach, dass ich es nicht mehr updaten konnte, aus welchen Gründen auch immer, und somit waren viele Plugins letztlich nicht mehr kompatibel. Zudem kam hinzu, dass das Theme nicht responsive war. Das heißt, ich habe auch von Google, gibt es ja diesen Test, kennst du bestimmt, also den man die Webseite eingeben kann, schauen kann, ist das Ganze überhaupt mobilfähig. Das war hier auch nicht vorliegend. Ich habe es auch gemerkt, wenn ich mein eigenes Smartphone verwendet habe, dass dort immer wieder Fehlermeldungen aufkamen, beziehungsweise die Webseite sehr, sehr komisch dargestellt wurde. Und zudem habe ich auch bei dem Support Unterstützung vermisst. Ich habe mir zum Beispiel noch ein ganz neues Hathway-Theme geholt, habe versucht, das zu updaten und habe dort kein bisschen Support bekommen. Das war wirklich enttäuschend. Ja, und habe dann viel recherchiert, habe dann so zwischen zwei Themes quasi ja, überlegt. Aber dann, wie gesagt, war bei mir der Fokus auf die Conversion gelegt, ist auf die Lead-Generierung, mich dann doch für dieses Theme hier entschieden. Und ja, und ich werde hier das Ganze auch nochmal schildern in diesem Blog, was dieses, beziehungsweise in diesem Video, was dieses Theme kann. Kann aber nicht auf alles eingehen, sondern nur auf einige Punkte, weil das Theme wirklich sehr, sehr umfassend ist. Und das ist auch der erste Nachteil bei diesem Theme, muss man sagen. Eben weil es so umfassend ist, ist es für den Anfänger vielleicht nicht unbedingt geeignet, weil es ein bisschen, ja, somit natürlich auch komplexer ist, ja, weil man viel mehr Möglichkeiten hat, somit natürlich auch viele Möglichkeiten, die man nicht unbedingt braucht und dann vielleicht erschwerer hat, sich damit einzufuchsen. Doch wenn man wirklich, wie gesagt, die Zielsetzung hat, gleich das beste Theme zu verwenden oder möglichst, gerade wenn du im Bereich Multilevel-Marketing tätig bist oder auch in anderen Bereichen, wo du, ja, wo die Lead-Generierung deine Zielsetzung ist, zum Beispiel im klassischen Direktvertrieb im Affiliate-Bereich, zum Beispiel im Affiliate-Marketing-Bereich, dann ist auch dieses Theme in der Regel sehr, sehr geeignet. Und warum ist das so? Wenn du hier auf die Webseite gehst, ich öffne hier mal kurz einen Artikel, dann siehst du das Ganze. Dann wirst du nämlich, das kann man natürlich auch einstellen, ich habe jetzt das Ganze so eingestellt, dass es bei den Artikeln angezeigt wird, kann man natürlich auch dementsprechend anders ja, einstellen, dass zum Beispiel auch, wenn man bereits auf der Startseite ist, diese Opt-in-Felder letztlich ja, aufpoppen. Und das solltest du, wenn ich jetzt hier einen richtigen Browser habe, ansonsten müssen wir kurz den Browser einmal ändern. Kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwie ein entsprechendes Plugin drin habe, was das Ganze unterbindet. Doch ansonsten müssten jetzt auf jeden Fall ein paar Plugins aufgehen. Ich glaube, ich muss das Video ganz kurz stoppen, weil es ein bisschen länger dauert. Das liegt an der Aufzeichnung. Also sehen wir uns gleich zurück. Ja, und zwar siehst du hier mehrere Opt-in-Felder. Ich bin jetzt noch am Testen und übrigens auch das vorab, bevor ich dir das genauer zeige, finde ich auch ganz toll bei diesen Theme, beziehungsweise was du, wenn du das so wie ich es machst, zusätzlich als Plugin bekommst von selben Hersteller, hat den Vorteil, dass es hier keine sogenannten Redundanzen geben kann, weil eben der Hersteller vom Theme derselbe ist wie von den Plugins. Das heißt, hier wird immer alles genau gescheckt, ob auch hier
ja, das Ganze gemeinsam in Symbiose funktioniert. Und das ist natürlich ein Vorteil, weil ich vorher immer viele Probleme hatte mit entsprechenden Opt-in-Plugins. Ja, und hier siehst du zum Beispiel oben im sogenannten Header-Bereich, also ein Plugin, wo man also hier letztlich für weitere Informationen sich eintragen kann und ich dementsprechend hierüber Needs generieren kann. Dann habe ich hier jetzt im Widget-Bereich, also auf der rechten Seite im Block, ja, ein weiteres Feld, auch sehr schön finde ich hier mit dem Pfeil. Das Ganze, weil also auch der, ja, der Interessent zu einem E-Book, zu einem Videokurs, zu einem kostenlosen PDF, zu einer Checkliste, was auch immer, ja auch hier immer sind der Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt, weit Informationen anfordern kann. Und des Weiteren habe ich hier jetzt in diesem Beispiel im Footer-Bereich, also in der, ja, am Ende des Blogartikels hier auch nochmal dieses Feld und teste hier gerade unterschiedliche Bereiche. Ist übrigens nicht alles, also man kann noch viele, viele andere Möglichkeiten ausprobieren. Also es ist wirklich ja sehr, sehr umfangreich. Ja, ich zeige dir hier einmal das Ganze. Ich habe hier gerade noch etwas ausprobiert. Zeige erstmal kurz dieses Plugin. Und zwar, wo haben wir es? Genau, nennt sich hier Swipe. Zwei Fleets. Ja, hier siehst du jetzt leider nichts, weil ich hier gerade das Ganze gelöscht habe. Und zwar wollte ich hier, also vorhin habe ich das gelöscht, deswegen siehst du jetzt ja, hier nur ein Unique Impression, was auch ein bisschen gar nicht ganz zeitaktuell ist. Aber du siehst hier dann später genau die Conversion-Rate, beziehungsweise hier genau die Eintragungsrate und hier, wie viele Conversions du zum Beispiel heute, also die Day Summary, also heutige Zusammenfassung generiert hast. Und hier kann man dann entsprechend verschiedene Opt-in-Boxen einrichten, zum Beispiel im Footer-Bereich, das habe ich jetzt hier also aktiviert. Dann Whip-On ist oben, also im oberen Bereich, was ich dir vorhin gezeigt habe. Widget-Bereich, also rechte Seite der Sidebar. Und es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Dazu kann man einfach Add New Type of Opt-in Form. Ich kann es einmal hier kurz einmal zeigen. Gehe einmal kurz rauf. Und hier siehst du einmal mehrere Möglichkeiten. Also hat das auch hier sehr schön grafisch angezeigt, wo das Ganze platziert ist. Hier der graue Bereich ist der Bereich, was ich nutze aktuell. Hier zum Beispiel auch Scroll Matt. Dann wird, glaube ich, der ganze Bildschirm dann als Opt-in angezeigt, habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Slide in, also indem ein Opt-in reinslidet, kann man übrigens auch, also unglaubliche Gestaltungsmöglichkeiten, wie das Opt-in einsliden soll. Ja, also und hier, ich habe jetzt den Widget-Bereich natürlich schon ausprobiert. Ja, und das natürlich auch hier wunderbar. Wir können ja hier vielleicht einmal den Bereich Slide in mal ausprobieren. Ich werde jetzt das nicht unermüdlich, beziehungsweise das Video nicht zu lange ausdehnen, ansonsten wäre das hier erschöpfend, das in einem Video alles unterzubringen. Doch nur einmal ganz kurz, damit du hier einen Einblick in das, ja, meiner Meinung nach beste Theme, zumindest wenn man Networker ist oder im Multilevel-Marketing arbeitet, zumindest was mir persönlich bekannt ist. Und ich habe ja mittlerweile eine sehr große Reichweite auch von Leuten, die im Bereich, ja, die bei WordPress arbeiten, aufgebaut. Ja, das einmal nur versuchen, in der Kürze möglichst kurz auf den Punkt gebracht vorzustellen. Ja, siehst du jetzt, hier war ein neues Opt-in-Feld jetzt hier in dem Bereich mit der Benennung Slide In. Ja, und hier steht auch, hier finde ich auch ganz toll, dass man hier weitere Schritte auch dann angezeigt bekommt. Also hier steht jetzt Next Step Add a Form. Das heißt, ich muss hier nur klicken, wo es grün ist. Und dann bekomme ich alles weitere quasi genau angezeigt, was zu tun ist. Und muss hier immer im Video einmal kurz auf Pause drücken, weil mit der Aufnahmefunktion das immer ein bisschen zeitversetzt ist. Also nicht wundern, wenn das Video ab und zu ein bisschen geschnitten herüber. Dann jetzt kann man hier auch nichts falsch machen. Your Form will appear here, also deine ja, Opt-in-Form will schließlich oder wird hier später erscheinen. Jetzt kann man einfach hier rauf gehen, Create Form. Also wir wollen jetzt dieses Opt-in-Feld kreieren, können das Ganze hier betiteln. Ich mache jetzt hier einmal nur Test. Ja. Und jetzt ziemlich wunderbar das Ganze nicht erschöpfen, kreativ werden. Und hier finde ich auch schon ganz toll, du kannst hier quasi schon bestimmen, wann soll das Feld erscheinen. Also wann soll dieses Opt-in-Feld, ich drücke mal hier rauf, dann ist es
verständlich. Ja? Also Show on Page Load, also wenn die Seite lädt oder ja, ich will jetzt nicht alles vorlesen. Gibt es mehrere Möglichkeiten in Englisch, auch nicht das Beste. Teilweise muss ich jetzt hier auch übersetzen. Also hier zum Beispiel Show after einer bestimmten Zeit, kann man hier die Sekunden eingeben, wann das Feld erscheinen sollte. Oder wenn der User runterscrollt, kann man hier genau eingeben, bis wo er runtergescrollt haben sollte. Also beziehungsweise dann das Opt-in-Feld erscheint, wenn er einen bestimmten Bereich gescrollt hat und so weiter und so fort. Müssen wir jetzt auch hier in Ruhe alles durchlesen. Doch nur, wenn du einmal ganz kurz hier Einsicht bekommst. Hier könntest du auch bestimmen, also wann soll das Opt-in-Feld wieder erscheinen, also alle 7 Tage. Das heißt, die IP-Adresse wird getrackt und dann wird das dementsprechend angezeigt, so wie du es möchtest. Ich kann es einmal ganz kurz zeigen. Also hier kannst du die Zeit angeben und was noch andere Möglichkeiten. Wie gesagt, ich will es hier nicht erschöpfend in die Länge ziehen, nur damit du einmal einen ganz kleinen Einblick hast. Ja, dann Button Right, wahrscheinlich hier noch Button Left, ja, logischerweise. Schauen wir mal. Ja, sogar Top Left, Top Right, also auch hier verschiedene Positionierungsmöglichkeiten. Und was dich sicherlich interessieren wird, wie diese Opt-in-Felder in dem Fall aussehen. Da müssten wir jetzt genau logischerweise auf Add New Form gehen. Denke ich mal, wir schauen hier nochmal kurz drauf. Ja, Entschuldigung, Edit Design. Ja, logisch. Edit Design. Ich habe es nicht so oft gemacht, aber klar, Edit Design. Wollen jetzt ein entsprechendes Design aussuchen. Ja, man kann jetzt hier verschiedene Opt-in-Templates aussuchen. In dem Fall gibt es nicht so viele Templates, es gibt teilweise noch wesentlich mehr, je nach Variante, was man nutzen möchte. Aber dennoch sind hier einige schöne Templates dabei. Wichtig ist immer, ich würde darauf achten, es ist, ja, ist hier nur eine Möglichkeit der Kontaktgenerierung, also nur E-Mail oder mit, ja, mit Vorname und E-Mail, obwohl das auch teilweise, habe ich festgestellt, nicht immer 100% eindeutig dargestellt wird. Ich habe jetzt einmal dieses, so ein ähnliches Theme schon mal benutzt, deswegen nehmen wir auch hier mal wieder dasselbe und gehen hier einfach auf Choose Template. Und du siehst schon, kann man jetzt hier, wie man möchte, das Ganze bearbeiten. Ja, auch das hier. Ach, hier braucht man keine Programmierkenntnisse, geht einfach rauf, kann dementsprechend jetzt hier den Text ändern. Ich will es jetzt nicht machen, weil wäre das Video zu lang, aber nur damit du hier siehst, ja, ich kann jetzt hier eingeben, was ich möchte. Genauso hier kann ich dementsprechend die Bullet Points bearbeiten. Ja, also quasi so einfach wie WordPress. Kann auch hier dann später das E-Mail-Marketing-System hinterlegen. Ja. Geht man einfach hier auf Connect with Service. Kann dann das Ganze hier selektieren, also Create New Connection. Ich zeige es immer, weil das ein sehr wichtiger Punkt ist. In dem Fall kann man zum Beispiel ja, HTML-Form-Code oder auch die API. Ich glaube, ich habe GetResponse genau schon hinterlegt. Also mein Fall, ich nutze GetResponse. Auch das, was ich immer wieder predige, es gibt auch deutsche Autorespond-Anbieter. Doch diese sind dann bei den englischsprachigen Plugins teilweise sehr komplex zu integrieren. Deswegen habe ich mich persönlich für einen englischsprachigen, aber dennoch deutschsprachigen oder ich sag mal so einen US-amerikanischen Anbieter, aber dennoch ist er in Deutsch verfügbar, entschieden, weil einfach diese Schnittstellen, die APIs in der Regel hier einfach kompatibel sind, eben weil diese Anbieter in den USA sehr bekannt sind. Deswegen, wenn man über WordPress arbeitet, finde ich es zum Beispiel nicht unbedingt vom Vorteil, wenn man einen deutschen Autorespond-Anbieter nimmt, obwohl es da auch einige gute Anbieter gibt. Aber das, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Und hier, wie gesagt, kann man jetzt ja, ganz easy hinzuzufügen. GetResponse habe ich schon integriert, kann jetzt hier meine Kampagne aussuchen, also was ich jetzt hier letztlich dort, ja, welche Kampagne die Leads rein sollen und wann der Cycle Day anfangen soll. Also ob das am Tag 0 ist, je nachdem ich den Autoresponder eingestellt habe oder am zweiten Tag und so weiter und so fort, wird jetzt hier auf Save gehen und das wäre es dann auch schon. Ja. Wie gesagt, nur mit einmal ganz kurzen Überblick bekommst, ich möchte das hier nicht zu sehr in die Länge ziehen. Und anschließend einfach dann auf Save Change gehen, kann dann auch nochmal auf Preview gehen, sich das Ganze vorher anzeigen lassen und hat auch hier weite Möglichkeiten, das ja, weite Dinge hinzuzufügen. Wie gesagt, auch das ist sehr, sehr umfassend. Würde ich in einem Video nicht schaffen, dir alles zu zeigen, nur wie gesagt, auch wenn ich mich wiederhole, damit du einen kleinen Einblick bekommst. Ganz tolles übrigens, ich schließe das mal wieder hier, hoffe, es hat zum Vorführen
erstmal gereicht. Übrigens natürlich kannst du auch hier die Grafik anpassen. Ja, auch die Möglichkeit gibt es, wie du siehst, und so weiter und so fort. Wie gesagt, ja, ich möchte das nicht hier alles ausschlachten. Sehr, sehr interessant, auch das finde ich sehr, sehr gut und ich erwähne es ja immer wieder, das sogenannte Split-Testing, was sehr, sehr wichtig ist. Und du kannst hier über Klon das Ganze, ja, ich mache es einmal in diesem Fall, kannst das Ganze hier duplizieren und kannst dann hier einen AB-Split-Test durchführen. Das heißt, du kannst jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt quasi hier dieses Opt-in-Feld dupliziert, könnte jetzt hier entsprechend eine Anpassung tätigen, könnte beispielsweise ja das Opt-in-Feld bezüglich der Grafik anpassen oder bezüglich des Textes. Wichtig, immer nur eine Sache anpassen, ansonsten weißt du später nicht, was zu einem besseren Ergebnis geführt hat. Oder ich könnte auch hier zum Beispiel die Position anpassen. Ja, zum Beispiel, dass statt von rechts das Ganze von links eingeslidet wird, ist ja in diesem Fall ein sogenannter, hier steht es jetzt, ja genau, ein Slide-in-Opt-in. Ja. Ja, wie oft es angezeigt wird, alle 7 Tage oder alle 30 Tage und so weiter. Und könnte dann später das Ganze testen, also würde dann auch später angezeigt bekommen, was die besten Conversion-Ergebnisse generiert. Und das ist auch ein sehr, sehr mächtiges Tool, weil langfristig, wie gesagt, solltest du immer daran arbeiten, deine Effizienz zu steigern im Marketing. Und deswegen predige ich, wie gesagt, immer wieder tätige Split-Tests. Ich habe jetzt gerade einen Anruf, deswegen kurz auf Pause, wir sehen uns gleich zurück. Ja, wieder zurück. Kurzer Anruf. Geht wieder weiter in diesem Video. Genau, also ich habe jetzt kurz gezeigt, was du alles anpassen kannst. Du kannst darüber Split-Tests durchführen. Wie gesagt, nur ein Beispiel an dieser Stelle. Das ist jetzt nur ein Plugin, was ich dir kurz in der Schnelle vorgestellt habe. Allein hierüber müssen wir wahrscheinlich, da könnte man mehrere Stunden das Ganze ausschlachten, damit man siehst, welche umfassenden Möglichkeiten dieses Theme mit den integrierten Plugins letztlich hat. Und das ist einmal der Bereich Zwive Leads. Wo dann auch später, wo gemerkt, auch genau einsehen kannst, welche Plugins, Entschuldigung, welche Opt-ins wo am besten funktionieren und natürlich auch einzelne Opt-ins nochmal ausprobieren kannst, welche dort letztlich auch an welcher Position, ja, wie oft bei der Einblendung, wie es einslidet, was auch immer. Also umfassende Optimierungsmöglichkeiten, die man hier hat, um auch seine Conversion Eintragungsrate bei selben Traffic immer weiter zu skalieren. Ja, als weiteres gibt es hier noch den Bereich Thrive Quizbuild, habe ich noch nicht ausprobiert. Man kann zum Beispiel, ich versuche es kurz zu erläutern, man kann zum Beispiel hier Umfragen erstellen und dann aus diesen Umfragen ganz genau Traffic generieren. Also stell dir das, ich versuche es mal kurz zu erklären, in der Kürze. Stell dir mal vor, du hast, ja, bist im Bereich Fitness aktiv und möchtest sowohl Frauen wie auch Männer ansprechen. Da könntest du zum Beispiel eine Umfrage erstellen, die ganz lapidar damit anfängt, sind sie eine Frau oder sind sie ein Mann? Und wenn derjenige eine Frau ist, in dem Fall wird er logischerweise auf Frau klicken und könntest dann dementsprechend weiter dieses Quiz verfeinern und am Ende dann dementsprechend ein ja, entsprechendes oder entsprechend dann genau der Zielgruppe zum Beispiel für Frauen ein Funnel kreieren, ja, oder entsprechende Männer einen entsprechenden Funnel hinterlegen und natürlich auch das dann weiter verfeinern. Ich hoffe, ich konnte es kurz in der Kürze verständlich machen für den einen oder anderen. Wenn du dazu weiter Fragen hast, ich werde auch in der Videobeschreibung auch zu diesen Plugins bzw. zu diesem Theme mit diesen Plugins auch natürlich dir das den Anbieter auch in der Videobeschreibung von Zwive Leads bzw. von Zwive mit diesem Theme nochmal verlinken oder auch dann nochmal das Ganze ausführlich mit Erklärungsvideos auch dir nochmal anschauen kannst. Also wie gesagt, das alles nur in Kürze, klar, paar Erklärungen. Auch interessant, Zwive Ultimatum. Hiermit kann man zum Beispiel, das kommt aus dem Bereich der künstlichen Verknappung, also wenn du Produkte verkaufst, wenn du Infoprodukte erstellst, dann ist ja aus der Psychologie, kennst du das vielleicht, dass Verknappung allgemein sehr gut funktioniert. Und hier kann man das Ganze in entsprechenden ja, auch mit diesen entsprechenden Plugin so hinterlegen, dass quasi ein Evergreen-Ultimatum vollzogen wird, also nicht zu einem bestimmten Stichtag endet, sondern entsprechende IP bei jedem neuen Besucher eingeblendet wird und auch mit modernster Technik. Das heißt, man kann auch hier sehr schwer dieses Ultimatum wieder erneut aufsetzen. Es gibt da zum Beispiel diesen Trick, wenn man zum Beispiel ein neues
ein neues Browserfenster aufmacht, dass dann dieses Ultimatum bei gewöhnlichen Plugins dann wieder erscheint, dieser Countdown erneut erscheint. Und hier ist die Technik nach Aussage des Entwicklers so weit, dass man nur sehr schwer dieses Ultimatum umgehen kann. Das heißt, wenn hier dieses Ultimatum eingeblendet wird, wenn man zum Beispiel Infoprodukte verkauft, dann kann man auch hier nicht einfach Tricks anwenden, indem man zum Beispiel einfach den Browser wechselt, dieses Ultimatum zu umgehen. Ja, also auch hier das Ganze einmal ganz kurz an dieser Stelle erklärt. Als weiteres, und das finde ich auch sehr stark, dazu werde ich mal einen neuen Artikel öffnen und dir die unglaublichen Möglichkeiten zeigen, die man auch hier hat, wenn du einen Artikel erstellst. Ja, hier sind wir zurück in dem Bereich Artikelerstellung, und wenn du dich ein bisschen mit WordPress auskennst, wirst du gleich oder wird dir gleich ins Auge fallen, dieser Bereich, ja, den gibt es sonst normalerweise natürlich nicht. Also Edit with Thrive Content Builder, das ist ein ganz spezieller Bereich, so wie dieser hier, bloß mit viel mehr Möglichkeiten. Du kannst darüber wirklich umfassend schöne Artikel und auch natürlich Seiten erstellen. Und das werde ich jetzt einmal zeigen. Wir gehen einfach mal rauf. Neues Fenster. So, und jetzt haben wir das Fenster geöffnet, gehen hier mal rechts rauf und du siehst ganz normal, ich habe einen Artikel gerade eingefügt, den ich gerade für YouTube verwendet habe. Doch das ist ein normalerweise ganz normaler Blogartikel. Doch du kannst jetzt weitere Dinge hinzufügen. Wenn man einfach WordPress Content letztlich integrieren möchte, am besten nutzt man dann diese Funktion. Ja, Insert WordPress Content kann man dann direkt auch hierüber den Text schreiben. Das heißt, das, was ich gerade geschrieben habe, könnte ich jetzt hier einfach dementsprechend einfügen, ja, und könnte dann das hier ja so am besten integrieren. Habe ich jetzt einmal in diesem Beispiel nicht gemacht, aber nur damit du ja, das wirklich deutlich ist, warum jetzt hier nochmal der Text angezeigt wird. Ich könnte auch, ich werde es mal richtig machen, lösche das einmal hier. So, füge hier einmal den Content ein. SRG und V. Save. So sieht es sehr schön aus. Genau, und das andere lösche ich mal schnell und wir sehen uns gleich zurück, weil ich das Video auch hier jetzt nicht zu lang machen will. So, also hier, wie gesagt, über den Bereich kannst du ganz normal WordPress-Artikel schreiben. In diesem Bereich kannst du ein Image hinzufügen, also ein Bild, ja, auch nichts Besonderes. Ich gehe mal hier rauf. Jetzt müsste sich hier ein neues Feld geöffnet haben, genau, Add Media, könnt jetzt hier ein Bild hochladen, in den Beitrag einfügen und in dem Bereich, ja, denke mal selbst erklären, kann man auch wieder löschen das Ganze, wenn man das nicht haben möchte. Zeigt auch hier werden nur einige Bereiche, weil wie gesagt, das wirklich auch allein der Bereich umfassend ist. Hier finde ich auch sehr, sehr schön, kannst du Buttons hinzufügen. Ja? Also gerade wenn du Call to Actions, wenn das wirklich ins Auge fallen soll, wenn du wirklich auch hier deine Klickrate wesentlich steigern möchtest, eine wunderbare Sache. Ja? Oder wenn du vielleicht auch über deinen Blog Sachen verkaufen möchtest, egal ob du Affiliate bist oder vielleicht ein eigenes Produkt hast, dann kannst du hier wunderbar das Ganze ja, darauf aufmerksam machen. Das war hier bestimmt, wo soll der Button erscheinen, also links, Center, also in der Mitte, right, also rechts, ja. Kannst das Ganze dementsprechend ausprobieren. Kannst sogar hier ein, ja, das Ganze ein bisschen anpassen, können wir hier ein bisschen klicken, ein bisschen so gestalten, wie du es haben möchtest. Kannst verschiedene Styles aussuchen, Style 1. Wie gesagt, ich möchte auch das jetzt hier nicht ausschlachten, also nur damit du mal so einen kleinen Einblick bekommst, welche Möglichkeiten es hier bei diesen Theme, diesen wirklich umfassenden Theme gibt. Genauso auch die Farbe natürlich kannst du bestimmen. Erfahrungsgemäß funktioniert zum Beispiel Orange nach meiner Erfahrung ganz gut. Können es auch hier dementsprechend sogar ein Icon hinzunehmen. Also ein ja, so ein kleines Bild und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich will das Ganze nicht ausschlachten, nur damit du hier einen Einblick bekommst, welche Möglichkeiten du grundsätzlich bei diesem Theme hast.
Ich schieße das Ganze einmal. Klicke wieder rauf und nehme es wieder weg, weil ich jetzt nicht zu viel drauf haben möchte. Ah ja, und das Wichtigste, bevor ich es vergesse, natürlich kannst du auch diesen Button hier beschreiben, ja, also beispielsweise klicken, kannst du hier auch dementsprechend dann den Link hinterlegen, ob es im neuen Fenster geöffnet werden sollte oder im selben, würde ich dir natürlich empfehlen, weil dann auch die Verweilzeit auf deiner Seite letztlich gesteigert wird, was wiederum für SEO positive Eigenschaften hat. Und soll das Ganze nur Follow sein oder Do Follow, auch das kannst du hier bestimmen, also gerade zu viele Affiliate-Links, wenn die von Google auf ja, indexiert werden, ist das in der Regel von Nachteil. Also hier am besten bei Affiliate Links auf No Follow gehen. Ja, aber auch das wäre ein anderes Thema. Möchte ich das auch hier nicht zu sehr auf das Thema eingehen. Ich schließe das jetzt, nehme das Ganze wieder weg und zeige noch kurz ein paar weitere Möglichkeiten. Das war jetzt, wie gesagt, Button. Du kannst auch hier Icons hinzufügen. Das ist auch sehr, sehr schön, auch gerade wenn du eigene Infoprodukte hast. Diese Buttons. Hast du schon mal gesehen, wenn du ein digitales Produkt kaufst, gerade im Coaching-Bereich, kannst du es also auch hier ganz einfach hinzufügen. Ja, wenn du CSS-Kenntnisse hast oder HTML-Kenntnisse. Content-Container, also auch hier, wenn du bestimmten, ja, Content schreiben möchtest und dort irgendwelche, ja, aus irgendwelchen Gründen das Ganze benötigst. Content, Video sagt mir jetzt nichts. Wir klicken mal rauf, was passiert. Ja, weiß jetzt nicht, muss auch noch mal gucken. Habe auch hier noch nicht alles ausprobiert. Also auch bei mir, wie gesagt, jetzt noch dauern, bis ich mich hier voll eingefuchst habe. Auch sehr interessant, Star Reading. Das heißt, wenn auch dein Artikel mit den Sternen angezeigt werden soll, kannst du auch hier das Ganze sehr einfach integrieren. Hast dann auch mehr, ja, einfach mehr. Bist einfach besser gesehen im organischen Traffic-Bereich, allen voran natürlich von Google. Also das würde ich hier, wenn möglich, wenn es sich anbietet, empfehlen, ein Star-Rating einzubauen, kann deine Klickrate wesentlich in Google steigern. Allein dieses Tool oder so ein Plugin kostet schon, ja, ich kenne Plugins, also wenn man nur so ein Star-Rating haben möchte, kosten die schon um die $50. Hier ist das schon alles inklusive. Content Templates, gehen wir hier rauf, was das Ganze ist. Genau, hier kann man die Kolumnen, ja, diese verschiedene Content Boxen letztlich integrieren. Ja, Wahnsinn, was hier alles gibt. Bullet Points, Testimonial, Call to Actions. Also hier zum Beispiel auch sehr interessant der Bereich, finde ich hier zum Beispiel sehr interessant, der Bereich Testimonials. Also gerade wenn du zum Beispiel ein Produkt verkaufst dazu. Tests hast, kannst du dementsprechend auch dann das Ganze stylen, verschiedene Möglichkeiten hier zum Beispiel, ja, so einen sehr schönen Erfahrungsbericht könntest du jetzt hier integrieren, auch das ganz easy, alles anpassbar. Ja, Call to Actions zeige ich auch einmal hier, also hier sehr, sehr schön, gibt es natürlich auch hier verschiedene Möglichkeiten, zeigt nur einmal zwei, ist auch nicht zu lang zu machen, kannst auch hier natürlich den Text alles anpassen. Ja, auch Styled List, auch sehr interessant, so sogenannten Bullet Points, was auch mal sehr, sehr gut wirkt. Und auch schöner mal so ein Eye-Catcher ist, wenn du bestimmte Punkte nochmal besonders oder gesondert nochmal die Highlights quasi, zum Beispiel für ein Produkt, nochmal, ja, nochmal betiteln möchtest. Ja, auch das ist eine wunderbare Geschichte. Quote Shares weiß ich jetzt auch nicht, können wir mal raufgehen. Okay, du kannst hier sogar, das auch wirklich genial, kannst hier sogar Artikel schreiben, wo man dann direkt aus deinem Content quasi das Ganze auf Twitter verbreiten kann. Ja, also dann für die soziale Verbreitung sehr, sehr vom Vorteil. Social SharePoints auch, denke ich mal, selbsterklärend habe ich jetzt hier bereits integriert. Können wir hier aber nochmal hinzufügen. Ja, es gibt auch hier verschiedene Möglichkeiten. Symbolbox, gucken wir hier, was das Ganze ist. Iconbox, okay, Main-Level. Ja, sagt mir jetzt nichts, müssen wir angucken. Numberbox, ah, okay, auch sehr schön. Wer es braucht. Ja, was gibt es hier noch? Schauen wir runter. Garantiebox, auch sehr interessant. Auch dann, wenn du ein eigenes Produkt hast, auch hier sehr schön, finde ich. Verschiedene Garantieboxes, möchte auch das nicht wieder.
in die Länge ziehen, aber nur damit du auch hier siehst, welche Möglichkeiten es gibt. Auch sehr, sehr interessant, finde ich auch der Oberhammer. Auch dort gibt es Plugins, die kosten allein teilweise $50 und mehr, nur um so eine Tabelle, Entschuldigung, so einen Preisvergleich herzustellen. Und hier, du siehst, ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt so schön, ich werde mal was anderes zeigen. Genau, logischerweise, Preisvergleich macht nur Sinn, wenn man mindestens zwei Artikel hat. Also hier siehst du zum Beispiel sehr, sehr schön, kannst du Preisvergleiche durchführen, so eine Preistabellen letztlich integrieren. Gibt es dann hier auch verschiedene, ja, bis zu fünf Vergleiche. Und das natürlich auch, dass du später auch direkt dann auf ein entsprechendes Produkt verlinken kannst, zum Beispiel, wenn du ein eigenes Infoprodukt hast, verschiedene Angebote zum Beispiel generierst oder vielleicht auch ein Affiliate-Marketing bist und da entsprechend dann Vermittlungsprovision bekommst. Also auch hier sehr, sehr schön mit diesen Preistabellen. Also ich könnte jetzt hier noch weitere Dinge dir zeigen. Du hast hier die Möglichkeit von Progressbars, also dass du genaue Grafiken darstellst. Ja, also grafisch etwas aufarbeitet. Das macht natürlich hier jetzt keinen Sinn, weil ich jetzt hier nichts weiter, ja, nichts weiter eingehe, muss auch hier entsprechend noch mit beschäftigen. Aber du kannst hier auch Sachen sehr schön grafisch darstellen. Du kannst sogar Google Map integrieren, da wo du dich gerade befindest. Auch das hier sehr einfach integrierbar, wenn du zum Beispiel Unternehmenssitz, das auch leichter gefunden werden soll, wenn du zum Beispiel als Zahnarzt irgendwo eine Niederlassung hast. Ich muss mal kurz schließen. Auch sehr, sehr schön Countdown-Timer, gerade dann, wenn du zum Beispiel Produkte verkaufst, ja, kannst du sehr einfach einen Countdown-Timer integrieren oder auch Countdown Evergreen, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob das dieselbe Funktion ist. Ich glaube, es ist nochmal etwas anderes. Responsive Video, also auch hier natürlich das Video, auch über alle Endgeräte, egal ob ihr Smartphone oder Template, ideal dargestellt wird. Du kannst hier direkt, ja, ich weiß auch nicht, was das jetzt ist, Table of Contents. Ja, müssen wir auch mit beschäftigen. Sieht auf den ersten Blick sehr schön aus. Ich weiß aber jetzt wirklich nicht, was es ist. Wie gesagt, das meiste werde ich auch zumindest erstmal nicht benötigen. Aber hier hat er auch sehr interessant Lead Generation. Du kannst auch hier sehr, sehr schön aus deinem Artikel heraus oder aus deiner Seite heraus Leads generieren. Das finde ich auch sehr schön. Und so weiter und so weiter. Wie gesagt, ich will das Ganze nicht in die Länge führen oder ausschlachten. Natürlich auch hier die Plugins, die ich vorhin kurz vorgestellt habe. Also hier mit dem ja, Ultimatum. Das hat jetzt nur Countdown integriert. Capture Testimonials. Ja, das wie gesagt nur einige Bereiche, um dir einen kleinen Überblick über die unglaublichen Möglichkeiten dieses Tools zu geben. Ich überlege, ob ich noch irgendetwas vergessen habe zu erwähnen. Ja, du kannst übrigens auch, wenn du das Theme dir in dem Bereich so bestellst, wie ich es nutze, du kannst sogar deine Überschriften, also dein Betreffen, dein Artikel, deine Headlines quasi auch nochmal testen und automatisch ausspielen lassen. Den Sieger habe ich persönlich auch noch nicht ausprobiert, habe ich aber auch in den Videos in der Beschreibung gesehen. Doch wie gesagt, das Theme ist sehr, sehr umfassend. Ich möchte nicht auf alles hier eingehen, um das Video nicht unendlich in die Länge zu ziehen. Ein Bereich vielleicht, den ich noch ganz kurz hier zeigen werde, das ist der Bereich der Einstellung. Auch dort an sich, ja, wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also unter General Settings, das wollen wir verlassen, das brauchen wir erstmal nicht. Ja, natürlich nicht unter General Settings, sondern unter Theme Options. Ja, kannst du dann das Theme so für dich einstellen, wie du es haben möchtest. Also zum Beispiel, ja, möchtest du ein Logo einbinden oder ein Text? Logo-Position kannst du sogar in jeder Bereich deine Telefonnummer hinterlegen. Kannst auch dein Footer ganz einfach anpassen. Ja, Breadcrumbs oder wie das heißt, mein Englisch ist nicht das Beste, ist letztlich, zeige ich dir hier einmal das obige, also das hier, ja, da sagt man, es kann bei Suchmaschinen von Vorteil sein. Ja, du hast hier, wie gesagt, auch hier kann ich ja nicht auf alles ermüdend eingehen, aber es sind wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze nach deinem Lieben, nach deinen Vorlieben dementsprechend einzurichten. Ich blätter mal hier einige Dinge durch. Du kannst da hier, wenn du möchtest, das Video
einfach dann auf Pause stellen. Übrigens auch sehr schön fand ich hier, dass man den Outdoors, eine Outdoor-Box hier integriert ist. Ich hatte bei meinem vorigen Theme ein spezielles Plugin und jedes weitere Plugin natürlich macht auch das Theme wiederum langsamer. Hier ist das bereits integriert, fand ich auch sehr schön. Eine Outdoor-Box, die auch in dem Bereich, wo ich vor allem tätig bin, also im Bereich Multilevel-Marketing, von Vorteil ist, dass man eben auch zu dir, zu deiner Person Vertrauen aufbauen kann. Und hier kann man ganz einfach eine Outdoor-Box, also ist hier bereits im Theme integriert, finde ich persönlich auch sehr schön. Und auch finde ich sehr schön, dass man auch sogar das Datum, also gerade wenn du auch zum Beispiel irgendwelche Nischenseiten erstellst, kann auch hier das Theme interessant sein, weil du zum Beispiel auch das Datum rausnehmen kannst. Ja? Also dieses, ja, dann wird also eine Suchmaschine nicht mehr angezeigt, wann der Artikel kreiert wurde, sondern ganz normal, wie normale Webseitenartikel wird das Ganze dann gelistet und nicht mit dem entsprechenden Datum, weil gerade dann, wenn deine Webseite irgendwann, ja, der Artikel schon einige Zeit zurückliegt und dann dieses ältere Datum angezeigt wird, ist das natürlich auch wieder ein Nachteil im Ranking. Und dementsprechend kann auch das natürlich vom Vorteil sein. Sehr gut finde ich auch den Bereich Analytics Scripts. Sie kannst du ganz einfach auch, wenn du von zum Beispiel Google Analytics deinen Code hast oder weitere Codes, wenn du zum Beispiel auch AB-Split-Tests durchführen möchtest, über bestimmte Conversion-Tools und so weiter und so fort. Oder wenn du jetzt auch Facebook-Ads tätigst, Google AdWords, whatever, kannst du dir ganz einfach auch die entsprechenden HTML-Codes beziehungsweise auch deine JavaScript-Codes hinterlegen. Hier auch sehr schöne Möglichkeit, die Performance zu steigern, zum Beispiel in dem Bereich Images, also für deine Bilder. Man kann ja ganz einfach die Images komprimieren lassen. Ja, eine weitere Anpassungsfunktion, die man hier entsprechend implementieren kann. Comments, also Kommentarbereich, kann man hier auch umfassend einstellen, anpassen. Kann auch zum Beispiel ja, bestimmen, soll das Ganze Facebook, also der Facebook-Kommentare sein oder nicht. Ich habe das Ganze jetzt hier aufgestellt. Aber auch die Option gibt es. Auch in den Social Media Bereich wird gedacht, die kann man einige Dinge integrieren. Die sind zum Beispiel bei mir auf der Seite dann auch dementsprechend angezeigt. Ja, die Sachen, die ich hier zumindest angegeben habe. Man kann ja auch die 404 Page, also die Fehlerseite, wenn also jemand einen Link eingibt und der nicht funktioniert. Ja, ich kann es einmal vielleicht mal ganz schnell an dieser Stelle zeigen, was ich meine. Nehmen wir dazu mal den Link hier und geben jetzt oben was ganz Schwachsinniges ein, wozu es auf jeden Fall kein Artikel, geschweige Seite geben wird. Also hier mit diesen 18.de und den irgendwelchen komischen Ziffern bzw. Zahlen. Und dann wird es also jetzt logischerweise auf eine Fehlerpage kommen, eine sogenannte 404-Seite. Und ich habe jetzt hier entsprechend den Text angepasst. Das heißt, das hier oben bleibt so, doch hier habe ich dann das Ganze angepasst, so wie ich es haben möchte. Und das kann man halt hier auch dementsprechend anpassen. Finde ich auch ein ganz, ja, kann nützlich sein. Kann auch hier zum Beispiel dann auch nochmal was für, ja, für SEO wieder von Vorteil sein kann, dass die Sitemap hinterlegen. Kann ich auch einstellen, Related Posts. Das zeige ich dir auch, was auch sehr, sehr interessant ist, Video-Related Posts anzuzeigen. Deswegen möchte ich auch das einmal kurz präsentieren. Werde hier mal, oder ich öffne mal hier kurz eine Seite, die ich schon auf habe. Also hier siehst du unten mehrere Vorschläge. Ja, das könnte dich auch interessieren. Übrigens auch das kann man wunderbar in Deutsch anpassen. Das finde ich auch sehr toll. Und natürlich hier mit den entsprechenden Images kann man auch aufstellen, je nachdem, wie man es haben möchte. Also auch das ist eine sehr sinnvolle Einstellungsmöglichkeit. Genau, hier habe ich dir entsprechend den Text in Deutsch angepasst, kann dir bestimmen, wie viele Artikel angezeigt werden sollen. Und ja, auch hier, wie gesagt, gibt es umfassende Einstellmöglichkeiten. Also dieses Theme an sich kann man unmöglich in einem Video erklären, beziehungsweise alles zeigen. Doch ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick gewähren, warum es für mich das beste Theme ist. Vielleicht nochmal Zusammenfassung. Ich persönlich habe nur ein Theme gesucht, was wirklich fokusoptimiert ist und gleichzeitig mir es erlaubt, möglichst viel Vertrauen herstellen zu können. Und das habe ich hier für mich persönlich in jedem Fall gefunden. Ich habe jetzt, ja, ich kenne viele Themes, bin auch schon einige Jahre im Bereich Blogging aktiv, habe auch mehrere Blogs. Doch hier finde ich, hat das Theme halt alles, was man benötigt und auch, womit man sehr gut auch dann seine
Lead-Generierung immer weiter optimieren kann, unter anderem durch die Möglichkeit auch der Split-Tests und durch viele andere weitere sehr sinnvolle Tools, wie zum Beispiel auch der Bereich, dass man die Überschrift testen kann, also welche Überschrift hat die besten Klickraten und so weiter und so fort, auch mit der Quiz-Funktion. Also ich kann nur empfehlen, wenn dich oder wenn du vielleicht auch, so wie ich vorher, noch nach einem Theme suchst, was wirklich auch Response Design hat, das ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil auch ein Grund von mir, was ich in der Einleitung geschildert habe, ein neues Theme, ja unbedingt ein neues Theme letztlich für mich auch zu suchen. Und wenn du gleichzeitig auch möchtest, da deinen Fokus hast auf die Lead-Generierung, dann kann ich dir empfehlen, dieses Theme einmal anzuschauen. Du findest dazu unterhalb der Videobeschreibung auch die entsprechenden, ja, die Verlinkung auf dieses Theme, wo du dann auch nochmal umfassend die ja wirklich unglaublich vielen fantastischen Funktionen in Ruhe anschauen kannst. Wie gesagt, ich persönlich bin begeistert. Ich denke und hoffe, ich werde auch weiter von diesem Theme begeistert sein. Übrigens auch der Support sehr, sehr gut. Ich hatte zwei, drei Anfragen zu den Theme gehabt und habe dort innerhalb von wenigen Stunden Antwort bekommen. Zwar auf Englisch, ja, man sollte zumindest ein bisschen grundlegend Englisch können. Mein Englisch ist auch nicht das Beste. Doch der Support natürlich ist in Englisch. Doch auch so, wenn sich das Ganze vorstellt. Ich hatte zum Beispiel ein großes Problem, weil mein anderes Theme schon sehr alt gewesen ist, dieses Theme auch dann zu updaten. Ich musste erstmal dann mein WordPress allgemein auf den neuesten Stand bringen. Ja, wurde ich auch vom Support dementsprechend super beraten. Und es hat dann alles so geklappt, wie es sein soll. Und ja, kann auf jeden Fall nur Positives berichten und werde auch natürlich auch an meine Teampartner im Network Marketing dieses Theme mit eigener Vorbildfunktion natürlich auch weiterempfehlen, weil ich selber das Ganze auch dementsprechend verwende. Das war es in diesem Video zur Thematik bestes Theme. Ja, wie gesagt, das für mich bestes Theme, zumindest in dem Bereich, wo ich aktiv bin. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gerne kannst du auch einen Kommentar schreiben, wenn du vielleicht noch irgendwelche Fragen dazu hast. Und ansonsten wünsche ich dir unabhängig dessen weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Liebe Grüße aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.